Die Nutzung von Zahnseide hat keinen sinnvollen Hintergrund und die Vorteile, die sind nicht wissenschaftlich belegbar. Bam! Guten Morgen! Amerika ist geschockt oder sagen wir etwas zurückhaltender ausgedrückt, erstaunt. In den jährlichen Ernährungsrichtlinien des amerikanischen Gesundheitsministeriums wurde jährlich im Rahmen der Zahnhygiene die Nutzung von Zahnseide angepriesen. Aber dieses Jahr fehlte diese Empfehlung komplett. Sofort tauchten Fragen auf, insbesondere natürlich von den Unternehmen, die Zahnseide produzieren. Warum fehlt denn das plötzlich? Dazu muss man wissen, dass im Gegensatz zu Deutschland, wo unser Gesundheitsministerium auch Empfehlungen von sogenannten Fachgremien unterstützt, ist dies in Amerika viel, viel strikter geregelt. Dort kommen nur Empfehlungen aus dem Gesundheitsministerium, die wirklich wissenschaftlich belegt sind und wo die Studien auch aktuelle Ansprüche an eine wissenschaftliche Arbeitsweise erfüllen. Und ja, und da begann, was die Zahnseide angeht, das bereits im letzten Jahr so ein bisschen zu bröckeln, die Überzeugung, dass Zahnseide sinnvoll ist. Und nun muss man ja eingestehen, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass Zahnseide irgendwie Sinn machen könnte. Im Kontext des normalen Menschenverstandes ist dies auch absolut nachvollziehbar. Warum sollten wir Zahnseide brauchen, wenn kein anderes Lebewesen auf dieser Welt Zahnseide braucht? Nicht einmal Zahnpasta. Die Antwort liegt aber auf der Hand. Andere Lebewesen ernähren sich artgerecht. Und wenn wir nur Wildgrün und Früchte essen würden, dann wage ich entgegen der ganzen Fruchtzuckerphobie und es schädigt unsere Zähne geprägten Gesellschaft die These, müssten wir unsere Zähne nicht einmal mehr putzen, geschweige denn mit Zahnseide reinigen. Und gerade der Konsum von Leichen und von Kadavern mit der entsprechenden Fäulnisbildung, teilweise forciert durch ein Abhängen der Fleischstücke, greift natürlich dann auch unsere Zahngesundheit an. Aber wie weit sollte denn nun Zahnpflege gehen? Gerade ja, auch im Kontext der Ernährung, wozu auch Rauchen im weitesten Sinne auch gehört, ist da wahrscheinlich die Wahrheit sehr, sehr individuell und entsprechend werdet ihr von mir heute nicht hören, das solltet ihr machen und das solltet ihr nicht machen. Bis dahin geht Zahnpflege. Aber bleiben wir mal heute bei der Zahnseide. Die Studie, auf die sich der Nutzen von Zahnseide bisher gestützt hat, das war eine Übersichtsstudie der Cochrane Collaboration. Eine Übersichtsstudie ist quasi eine Studie, die mehrere andere Studien auswertet und bewertet und also eine Quintessenz bildet. Was es generell so für Studien gibt, wie man diese liest, welche Kennzahlen von Relevanz sind und wie Studien auch manipuliert werden können, das findet ihr in einem Buch, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Ich verlinke euch das mal oben in die Infokarten. Und in der Infobox verlinke ich euch gleich mal direkt das Video. Auf jeden Fall hat man in dieser Übersichtsstudie selber schon große Zweifel an den zugrunde liegenden 12 Studien, die da erwähnt wurden und ausgewertet wurden, die allesamt, und das war O-Ton dieser Gesamtstudie, auf die sich eben der Nutzen der Zahnseide bezieht, die bezeichnet wurden als Studien von schlechter Qualität. Und das liegt auch daran, dass sie vorrangig finanziert wurden durch die Hersteller der Produkte, also der Zahnseide selber. Diese Gesamtstudie von der Cochrane Collaboration habe ich euch natürlich auch wie immer unten in der Infobox verlinkt. Nun hat man also konsequenterweise diese eben eher schwache wissenschaftliche Grundlage, auf die sich bisher alles bezogen hat, entsprechend eingeordnet und empfiehlt nicht mehr die Benutzung von Zahnseide. Die Wirtschaft, insbesondere die Zahnseidewirtschaft, die läuft natürlich Sturm, da die Zahnseide als zusätzlicher Gebrauch zur Zahnpasta einen komplett neuen eigenen Markt erschlossen hat, was marktwirtschaftlich absolut eine Goldgrube bedeutet und der nun droht wegzufallen. Daran, an dieser ganzen Systematik, wie das jetzt alles abläuft, kann man auch wieder wunderbar erkennen, dass der Einfluss des Geldes und damit eben auch der Wirtschaft auch in Amerika, dem bösen Amerika, nicht unbegrenzt ist. Das ist immer mal wieder auch wichtig zu erwähnen, da es ja genug Menschen gibt, die in ständiger Angst leben. Alles ist überwacht und alles ist manipuliert. Es gibt keine Politik, die unabhängig von der Wirtschaft agiert. Die Wirtschaft versucht immer wieder, und das ist de facto so, das habe ich euch mehr als einmal auch hier gezeigt, bei uns in Deutschland, versucht immer wieder einzugreifen.
Aber das ist begrenzt. Also Zahnseide ist nicht nötig. Aber natürlich werden aufgrund der Konditionierung einfach die Menschen weiter Zahnseide nutzen. Sie wurden einmal darauf trainiert, Zahnseide zu nutzen. Das ist besser für eure Gesundheit. Und deswegen werden die Leute weiter Zahnseide nutzen. Ne? Und bis diese Generation ausstirbt, die konditioniert wird und die neue Generation eben dann entsprechend wie bei dem Rauchen, ist ja auch so, die neue Generation rauchen bei weitem nicht mehr so viele wie vor 30, 40 Jahren, wo wir da Kinder waren. Und entsprechend wird die Zahnseidengeneration dann auch aussterben, so denn Zahnseide wirklich keinen sinnvollen Grund hat. Und wie gesagt, aus dem Menschenverstand ergibt sich das schon und es hat auch kein wissenschaftliches Fundament. Also von daher, ja. Ist es so, Zahnseide kann zu den Akten gelegt werden. Und auch Zahnärzte werden es wahrscheinlich trotzdem weiterempfehlen. Weil so wie ich die Ärzteschaft kennengelernt habe, dauert das ein bisschen bis Wissen auch bis zu dem letzten Zahnarzt durchdringt. Weil sie sind ihrerseits auch nur Menschen. Und sie sind natürlich auch dankbar, wenn die Zahnzwischenräume bei der Behandlung nicht nach Verwesung und Moder von Fleisch riechen, weil die meisten essen ja Fleisch. Und von daher empfehlen sie zu Recht für sie Zahnseide. Ja, aber da gibt es natürlich eine ganz einfache Möglichkeit, um das auszuschließen. Ja, keine tierischen Lebensmittel, auch nicht gekochtes, da dies ebenfalls wirklich keine funktionalen und von der Natur designte Nahrung ist und als zerstörtes Lebensmittel auch nicht den Anspruch hat, im Einklang mit unserem natürlichen Körper zu interagieren. Aber seien wir realistisch, die Menschheit braucht noch Jahrhunderte, um zu erkennen, was gesunde Nahrung bedeutet und dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern die Natur selber alles perfekt regelt. Und wir müssen nur auf die Person hören, dass ein 12-Gänge-Gourmet-Menü mit Gänseleberpastete, Gemüse in Aspik und einem Krönchen aus Sojasahne einfach nur gemessen an dem gesundheitlichen Wert ein Haufen Abfall ist. Und ein Apfel, ein Löwenzahn oder ein Lindenblatt einfach die beste Möglichkeit ist, gesund zu leben. Das ist das, wohin die Gesellschaft irgendwann wieder kommen wird. Dass wir eben mit unserer gesamten, mit unseren gesamten Errungenschaften, mit unserem Fortschritt, dass das kein Fortschritt ist, ne? Das ist eine Wegentwicklung von der Natur. Also mal ungeachtet dessen, was die derzeitige Diskussion über Zahnseide angeht, fokussiert euch, wenn eure Gesundheit einen gewissen Stellenwert in eurem Leben hat, fokussiert auf die grundlegenden Dinge. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht zur perfekten Gesundheit. Das Video habe ich oben in die Infokarten gepackt. Es ist wahrscheinlich relativ unerheblich aus meiner Sicht, ob ihr Zahnseide nutzt oder nicht. Und ihr solltet euch da von der aktuellen Diskussion, die jetzt zurzeit gerade in den Medien ein bisschen kursiert, nicht zu sehr vereinnahmen lassen, sondern einfach auf eine pflanzliche, vollwertige Ernährung fokussieren. Soweit es euch möglich erscheint. Und immer daran denken, diese Umstellung, das ist ein mehrjähriger Prozess. Ernährungsumstellung ist ein mehrjähriger Prozess. Vegan sein ist gemessen an der Umstellung auf die Rohkost dann bei weitem nicht so zeitintensiv, da man sich doch eigentlich komplett bedienen kann. Aber die Rohkost, also die wirklich vollwertige Ernährung, das ist ein tiefer gehender Einschnitt. Aber umso mehr hat sie dann auch einen wirklich großen, positiven, maßgeblichen Einfluss auf viele Dinge in eurer Gesundheit. Und da ist es gar nicht mehr so relevant, ob ihr bei solchen Sachen dann Zahnseide nutzt oder eben nicht Zahnseide nutzt. Also Zahnseide ist derzeit weder wissenschaftlich belegt notwendig, noch sagt einem das der normale Menschenverstand, dass dies in irgendeiner Form für uns gesundheitsbringend wäre. Das ist der aktuelle Stand, da wollte ich euch heute informieren. Was haltet ihr von Zahnseide und wie seht ihr diese doch recht überraschende Entwicklung in Amerika, dass plötzlich Zahnseide, wo immer gesagt wurde, Mensch, Zahnseide zusätzlich ist immer gut, dass da plötzlich gesagt wurde, nein, ist nicht der Fall. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.